Wo nun Europa steht und wie die Krise in Europa sich darstellte und wie Europa reagierte auf die Krise, das werden wir jetzt vom nächsten Gast hören. Und der Gast ist niemand weniger als Jean-Claude Juncker, ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission und ehemaliger Premierminister Luxemburgs. Herr Juncker, ich erteile Ihnen sehr gerne das Wort, virtuell und digital. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ich bin nun leider kein Professor, aber versuche aus meiner Perspektive ebenfalls etwas beizutragen. Wenn ich nach Professor Stiglitz reden muss, dann kann das eigentlich nur eine Enttäuschung sein. So stellt sich das für mich jedenfalls dar. Gut, Tatsache ist, dass wir in der Mitte mehrerer Krisen uns befinden. Wir haben eine Krise des Gesundheitswesens, wir sind inmitten einer Wirtschaftskrise, wir haben eine geopolitische Krise, wenn man berücksichtigt, dass die Krise ja gleichzeitig eintrat, überall auf der ganzen Welt. Das heißt, die Krise war symmetrisch weltweit, aber führte zu asymmetrischen Konsequenzen, was insbesondere die geopolitischen Probleme angeht. Weiterhin ist diese Krise auch eine Krise der Gesellschaft. Und sie wirkte sich ebenfalls weltweit aus in Form von politischen Krisen. Wenn wir uns das Ganze im Detail anschauen und zunächst einmal die erste Reaktion der Europäischen Union, der Kommission und der anderen Institutionen, müssen wir sagen, dass diese Reaktion eher schwach war. Die politische Reaktion in Europa beruhte insbesondere darauf, dass sie nur sehr langsam in Gang kam. Warum ist das so? Normalerweise ist Europa eigentlich bereit zu handeln, auch durchaus bereit, anderen etwas vortragen zu wollen und andere belehren zu wollen. Warum war das so? Die Institutionen, insbesondere die Kommission, war am Anfang etwas unentschlossen. Warum? Naja, wir sind die Europäische Union. Das heißt, diese Organisation hat ja gar keine eigenen Befugnisse im Bereich öffentliche Gesundheit, weil die nationalen, die einzelstaatlichen Regierungen sich das vorbehalten. Das muss sich möglicherweise ändern. Aber man geht davon aus, dass die öffentliche Gesundheit, die Volksgesundheit, eine Zuständigkeit der nationalen Regierungen ist. Und deswegen konnte die Europäische Union nicht handeln, weil die nationalen Regierungen und auch Parlamente für das Gesundheitswesen zuständig waren. Die Krise zeigte, dass das ein großer Fehler ist. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang des Jahrtausends, 2004 zum Beispiel, als wir die sogenannte Europäische Verfassung diskutiert haben, da waren einige Regierungen, darunter die von Luxemburg, meine Regierung, auf dem Standpunkt, dass man die Europäische Union stärken sollte und auch im Gesundheitswesen dann Befugnisse gehabt hätte. Aber es war eben eine Mehrheitsmeinung, dass die meisten nationalen Regierungen da sich entschlossen widersetzt hatten, was die Abgabe von Kompetenzen und Zuständigkeiten im Bereich Gesundheitswesen an die EU anging. Das bedeutet, die Europäische Union hat keine echte Befugnis im Bereich Gesundheitswesen. Alle Regierungen verwiesen darauf, dass sie das am besten kennen, nämlich ihren nationalen Rahmen. Das Ganze führte zu Exportbeschränkungen, es führte dazu, dass Grenzen geschlossen wurden und es führte zu anderen nicht sinnvollen Verhaltensweisen. Die Folge dessen war, dass es regelrechte Angriffe gegen das gab, was man eigentlich gebraucht hätte, damit zum Beispiel der Binnenmarkt ordentlich funktioniert, das heißt die Wirtschaftsströme, die Handelsströme zwischen den Mitgliedstaaten und solche Dinge. Das bedeutete ein Problem für die kollektive Situation, das Gemeinwesen, wenn Sie so wollen, in Europa. Fehlende Kooperation war einfach ein Problem und ist immer ein Problem und bleibt es auch, wenn wir uns der Lehre aus der ersten Krise und früheren Krisen nicht stellen. Dann führte die Krise und führt noch zu einer Situation, wo es wesentliche wirtschaftliche Beeinträchtigungen gibt. Wir haben einen Konjunkturrückgang.
einen unerwarteten, könnte man auch sagen, weil die Beschäftigungssituation in Europa sich seit dem Ende der Wirtschafts- und Finanzkrise wieder positiv entwickelt hatte. Angesichts dieser starken Verlangsamung der Konjunktur hatten wir mit einer anderen Sache zu kämpfen, nämlich steigender Arbeitslosigkeit. Gemeinsam führten diese Faktoren, also Arbeitslosigkeit und Zusammenbruch der Wirtschaft, dazu, dass die bestehende Unsicherheit weltweit noch verschärft wurde. Hier sprechen wir von Konflikten, die auch die Europäische Union betreffen, denn an der Peripherie, am Rande der Europäischen Union, hatten wir ja auch eine Situation, wo es da eine Kampagne des Weißen Hauses gab. Zu Beginn der Krise, zu Beginn mussten wir auch die Unsicherheit bedenken, was mögliche Handelskriege oder mindestens Handelskonflikte auf der ganzen Welt anging. Diese Unsicherheit war also eine Situation, die im Wesentlichen die konjunkturelle Verlangsamung, den Rückgang erklärt. Und auch die mikro- und makroökonomischen Probleme, mit denen wir zu Beginn der Krise zu tun hatten. Dann gab es das Wiedererstarken von China, was die Weltwirtschaft angeht. China ist im Grunde die einzige Region in der Weltwirtschaft, von der man sagen kann, dass es wieder nach oben geht. In diesem Jahr bzw. im nächsten Jahr wird erwartet, dass in China etwa 2% Wachstum verzeichnet wird. In Europa sehen wir negatives Wachstum. Und die Erholung für das nächste Jahr, da geht man davon aus, dass das Volumen nicht ausreichen wird, um die Verluste auszugleichen und den wirtschaftlichen Rückgang, der während der Krise verzeichnet wurde und noch wird. Die wirtschaftliche Erholung in China ist also ein Faktor. Die Erholung und die Wirtschaft und die Entwicklung in China beruht im Übrigen nicht auf privatem Konsum, sondern dem Staat als Nachfrager, beziehungsweise auch der Unterstützung des Staates für die Bevölkerung in China. Dieser Faktor wird sich natürlich positiv auf die Wirtschaft insgesamt und die Situation auswirken. Das ist ein positiver Faktor in der Erholung. Ein weiterer Punkt, den ich erwähnen sollte, ist folgender. Es gab ja auch Finanz- und Haushaltsprobleme während dieser Krise. In den 5 Jahren meines Amtes in Brüssel ging es ja um Haushaltsdefizite. Von 6,2 sind wir auf 0,7% gekommen. Das war nicht überall in gleicher Weise verzeichnet, aber insgesamt gab es eine Verbesserung um 5 oder 6%. Das Defizitproblem kam dann über Nacht zurück. Und es war auch so, dass wir uns dem Problem der öffentlichen Verschuldung widmen mussten, das sich ebenfalls am Horizont abzeichne und ebenfalls auch eintrat seit dieser Zeit. Die Europäische Kommission konnte eine der Bestimmungen nutzen, was im Wachstums- und Stabilitätspakt enthalten ist als Bestimmung. Es ging um die Maastricht-Kriterien und Stabilitätskriterien, die nicht mehr so streng angewendet werden und auch nicht sanktioniert, mit Sanktionen belegt werden. Eine Ausnahme wurde genutzt und von der Kommission genehmigt. Und diese Ausnahme zeigte umgekehrt aber auch, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt in Anführungszeichen nicht so dumm war, wie gedacht. Denn in solchen Krisenzeiten, wie wir sie jetzt erleben, ist es so, dass man ja immer die mittelfristige Anwendung des Paktes betrachten muss. Jetzt ist die Situation, dass wir sicherstellen müssen, dass wir nicht noch einmal die gleichen Fehler machen wie in der Anfangsphase und in den früheren Wirtschafts- und Finanzkrisen, in der Krise 2008, 2009 konkret.
Es geht jetzt darum, dass wir mit der Krise der öffentlichen Verschuldung bis zum Jahr 2015 umgegangen sind und daraus lernen. Bei dem Thema Verschuldung sollten wir nicht vergessen, dass die jetzt eingegangenen Schulden der Europäischen Union irgendwann zurückgezahlt werden müssen. Mein Appell wäre, hier keine unangemessene Verzögerung bei der Rückzahlung der öffentlichen Schulden hinzunehmen. Die öffentliche Verschuldung erweist sich als gefährlich, wenn man sie nicht unter Kontrolle hat. Es ist nicht so leicht, das Ganze hinterher zu lösen, wie es jetzt ist, die Schulden zu erhöhen. Das heißt, jetzt Schulden zu machen, ist eine leichtere Sache, als später die Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass alles zurückgezahlt werden muss. Die Europäische Union hat einen Plan für wirtschaftliche Erholung begründet. Und das war sicher eine gute Sache und eine kluge Sache. 750 Milliarden ist der Umfang dieses Aufbauprogramms. Was die Ausgaben angeht, sollen sie zukunftsorientiert sein. Das heißt, es geht nicht einfach um Geld oder Helikoptergeld, wie man in der Geldpolitik sagt. Das Geld gibt es auch nicht umsonst. Es ist zweckgebunden für zukunftsorientierte Investitionen gedacht. Das heißt, Strukturreformen sind ein Ziel. Die digitale Agenda ist ein weiteres, wie von der Europäischen Kommission ja vorgetragen. Ziel muss sein, Forschung und Entwicklung zu fördern. Ziel ist eine Entwicklung des öffentlichen Gesundheitswesens in Europa. Und schließlich ein Bereich, der sehr wichtig ist, nämlich Forschung per se. Meine Hauptsorge im Moment ist, dass diese Mittel in angemessener Weise ausgezahlt werden müssen. Und da spreche ich insbesondere von den Zuschüssen. Finanziert wird das Ganze ja aus zwei Quellen, nämlich Zuschüsse und Darlehen, Kredite. Ich beziehe mich insbesondere auf die Beihilfen, auf die Zuschüsse, die die Europäische Union sehr genau beobachten muss, was ihre Umsetzung angeht. Und es muss sichergestellt werden, dass die Programme, die Reformprogramme in den Mitgliedstaaten in angemessener Richtung verlaufen. Leider ist es auch so, dass wir hier eine Verzögerung haben. Der Haushalt von 2021 bis 2027 und diese 750 Milliarden der Erholungsprogramm, all das erlebte Verzögerungen. Der Haushalt sollte ja im Juli in diesem Jahr schon verabschiedet werden, damit die Kommission dann die Programme entwickeln kann. Und im Januar 2021 sollten die Programme dann beginnen. Das wird leider nicht mehr möglich sein. Der Aufbauplan und der Haushalt sind im Übrigen auch verknüpft. Und zwar verknüpft an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien. Wie Sie ja wissen, haben wir Probleme mit Ungarn und Polen. Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben hier mehrere Bedingungen gestellt. Sie betreffen die Rechtsstaatlichkeit und diese Verknüpfung wird ja sehr kontrovers debattiert. Das ist im Moment immer noch der Fall. Und ich hoffe, dass die Kommission und auch die deutsche Ratspräsidentschaft in der Lage sein wird, die Europäische Union in eine Situation zu bringen, wo diese Entscheidung dann verabschiedet werden kann, und zwar vor Jahresende. Gestern hatte ich ein Telefongespräch mit Angela Merkel und ich weiß, dass sie sich sehr in diese Richtung einsetzt. Aber es ist leider so, dass wir sagen müssen, es ist nicht leicht. Wir haben immer noch einige Probleme zu lösen. Der Wachstum- und Stabilitätspakt zum Beispiel, er muss ja im Kontext betrachtet werden, insgesamt betrachtet werden. Als ich Kommissionspräsident war, war ich entscheidend daran beteiligt und interessiert, Fortschritte zu machen beim Stabilitäts- und Wachstumspakt. Er muss zum Beispiel vereinfacht werden, denn keiner versteht wirklich alle seine Elemente. Und das führt zu einer, würde ich sagen, chaotischen Anwendung des Pakts. Eine Vereinfachung des Paktes ist hier dringend notwendig und ich weiß auch, dass die Kommission daran arbeitet.
und sich an allen möglichen Tischen zusammensetzt, um eine Reform, diese notwendige Reform des Stabilitätspaktes herbeizuführen. Es gibt viele andere Probleme, zum Beispiel die Klimakrise. Sie ist ja nicht vorbei, auch wenn die Pandemie dann vorbei ist. Die Klimakrise bleibt. Zum Glück haben wir jetzt eine gewisse Perspektive, was die USA angeht, nämlich die Aussicht, dass die neue Regierung sich wieder der Klimapolitik anschließt, international. Aber es geht jetzt auch darum, dass wir eine Verstärkung brauchen, auch wenn hier die USA wieder beitreten. Wir müssen unsere Anstrengungen verstärken, was das Klimapaket angeht. Die Europäische Kommission hat dazu Vorschläge unterbreitet, die aus meiner Sicht in die richtige Richtung gehen. Das große Problem besteht aber weiter. Und zwar, damit meine ich den Handel. Wir hatten mit den USA einen Handelskonflikt. In langen Verhandlungen ist es der EU vielmehr gelungen, das Problem mit Präsident Trump zu lösen. Jetzt geht die Entwicklung in eine noch andere Richtung. Der multilaterale Einsatz dürfte jetzt wieder stärker verfolgt werden. Auch andere Bereiche, die vorher stark national gesehen wurden. Aber wir müssen insgesamt die Öffentlichkeit in Europa davon überzeugen, dass Handelspolitik entscheidend ist. 44 Millionen Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt zusammen mit Außenhandel. Wir haben 15 Handelsabkommen in den letzten Jahren geschlossen, darunter Mercosur. Im Dezember 2019 wurde dieses Abkommen am Rande der G20-Sitzung unterzeichnet. Mercosur ist ja ein sehr wichtiger Handelsvertrag, denn er betrifft wirklich eine große Zahl von Menschen aus allen möglichen Ländern, betrifft Fabriken, betrifft Arbeitsplätze. Das heißt, das ist eine ganz wichtige Sache für die Europäische Union. In der EU mögen die Menschen solche Handelsvereinbarungen nicht, obwohl sie gleichzeitig von ganz entscheidender Bedeutung sind für das Wohlergehen und die Wirtschaft in Europa. Deswegen müssen wir mehr Zeit und auch Geld aufwenden auf solche Dinge. Und damit meine ich auch die digitalen Prozesse in Europa. Denn auch da sind wir nicht da, wo wir sein sollten in Europa. Und deswegen müssen wir das Ganze auch beschleunigen, was Digitalisierung angeht. Die Kommission wird dazu einen abschließenden Vorschlag unterbreiten. Und zwar bis Mitte Dezember. 20% des Aufbauplans wird der Digitalisierung gewidmet sein, der digitalen Agenda. Das halte ich für ganz entscheidend. Zum Schluss würde ich ganz gerne noch meinen allgemeinen Eindruck geben. Ich bin jetzt nicht einfach irgendein naiver Europäer, aber ich würde sagen, dass diese Krise die Europäer einander näher gebracht hat und noch näher bringt. Wir haben ja zu Beginn der Krise, in den ersten 2 Monaten der Krise, die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich gar keinen Sinn hat, wenn wir nicht gemeinsam handeln. Jeder einzelne Staat in Europa ist eben nicht groß genug, um im Alleingang so eine Krise wie die der Pandemie alleine zu lösen. Nicht nur die Pandemie im Übrigen, sondern auch andere Krisen. Sie sind nicht im Alleingang lösbar. Und wir haben, die Menschen überall haben gesehen, dass die Regierungen gemeinsam handeln müssen. Auch was die Europäische Kommission angeht, da geht es um die gesamte Europäische Union. Alle Regierungen setzen sich dafür ein, dass alle Bürger EU-weit Impfstoffe nutzen, von Impfstoffen profitieren können am Ende. Es geht hier um die gerechte Verteilung von Impfstoffen, letzten Endes über die EU hinaus. Auch die Gesellschaft weltweit, auch ärmere Länder als die der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, müssen das Ganze nutzen können, dürfen nicht benachteiligt werden. Und das führt bereits zu entsprechenden Reaktionen und Antworten. Und das macht uns zu besseren Europäerinnen und Europäern.
Wir können letztlich bessere Europäer werden durch diese Krise, die ja alle öffentlichen Lebensbereiche und auch private Lebensbereiche weitgehend erfasst. Und wenn das so ist, dann haben wir etwas gelernt aus der Krise. Diese fehlende Koordination zu Beginn müssen wir unbedingt vermeiden und dürfen wir als Fehler nicht noch einmal machen. Staaten haben die Tendenz, nationale Maßnahmen zu ergreifen, ob es da um einen neuen Lockdown geht oder den Ausstieg aus dem Lockdown. Präsident Macron hat gestern Abend ja eine Rede zur Nation gehalten. Die Bundeskanzlerin setzt sich zusammen mit den 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten in Deutschland, um hier eine gemeinsame Gesundheitspolitik zu formulieren, aber eben eine deutsche Politik. Fehlende Koordination. Diesen Fehler sollten wir also nicht noch einmal machen. Ich bin optimistisch, dass wir uns intelligent genug verhalten werden. Und ich bin zuversichtlich, dass die Europäerinnen und Europäer einen Ausweg aus der Krise finden werden und sie überwinden werden, und zwar durch Zusammenhalten. Vielen Dank, Herr Juncker. Ich hätte eine Frage an Sie noch, denn Sie sind ja eindeutig ein Experte, was Verhandlungen angeht und wie die Verhandlungen in Europa üblicherweise laufen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass wir im Dezember einen Haushalt haben werden und auch, dass die Gelder für die Programme wirklich freigegeben werden? Wird es einen Kompromiss geben? Werden die Osteuropäer überzeugt? Ich glaube, es wird einen Kompromiss geben, denn es geht ja einfach um Vernunft, um den gesunden Menschenverstand. Wenn wir das nicht schaffen zum 1. Januar, dann werden wir es mindestens schaffen zum 1. März. Also zweieinhalb Monate kann es dann dauern. Damit wird man aber leben können, was den gesamten Haushalt angeht. Aber der Aufbauplan ist wirklich von entscheidender Bedeutung. Was die Menschen nicht glauben und im Grunde gar nicht sehen, ist Folgendes. Wir haben ja 19 Mitgliedstaaten, die im Übrigen eine gemeinsame Währung haben. Diese Union muss gemeinsam handeln können, wenn es eine solche Krise gibt. Auch die Wirtschafts- und Währungsunion, der Euro, verliert dadurch an Glaubwürdigkeit. Und deswegen halte ich es einfach für die intelligente Vorgehensweise, dass wir unabhängig von der Krise im Übrigen an der Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion arbeiten. Wir müssen auch die Bankenunion abschließen. Wir müssen die Kapitalmarktunion abschließen. Auch gemeinsame Garantien und ein gemeinsames Programm beruhend auf Anleihen und Verschuldung haben wir beschlossen. Und solche Dinge sind entscheidend für die Zukunft Europas. Wir müssen beweisen, dass wir da dran sind. Und wir müssen beweisen uns und der Welt, dass die Europäische Union da handelt. Frage, wir sprechen ja viel über die Krise und auch die Krisenbekämpfungsmaßnahmen. Aber der Brexit findet ja gleichzeitig statt. Ich weiß, dass Sie sehr eng an den Verhandlungen beteiligt waren, die ja schon seit vielen Jahren laufen. Welches Szenario sehen Sie jetzt für den Brexit? Und wie sehr machen Sie sich Sorgen, was das für Europa bedeuten könnte? Ich habe so viele Brexit-Szenarien in den letzten Jahren gesehen, die dann nicht eingetreten sind. Das heißt, ich bin sehr vorsichtig, wenn es darum geht, wie der Brexit sich entwickeln könnte. Wir erreichen jetzt aber doch die letzte Phase des Endspiels sozusagen. Und ich hoffe einfach, dass die für die Verhandlungen Zuständigen wirklich alle Kräfte einsetzen werden, um diese meiner Meinung nach tragische Entwicklung zu einem guten Ende zu führen. Ich glaube nicht, dass No Deal, keine Vereinbarung, ein gutes Ergebnis wäre, auch gerade für die zukünftigen Generationen. Und die Kosten wären, glaube ich, höher für Großbritannien als für die EU, aber auch die EU würde einen Preis zahlen für einen Ausgang, der nicht zu einer Vereinbarung führt. Die Verhandlungen laufen, was die europäische Beteiligung, die europäischen Delegationen angeht, gibt es durchaus auch Ereignisse, die mit Covid-19 zusammenhängen und die dazu führen, dass diese Verhandlungen jetzt eben auch nicht physisch stattfinden können, nicht persönlich stattfinden können. Das halte ich natürlich für keine gute Sache. Dennoch hoffe ich, dass es in den nächsten zwei Wochen zu einem Durchbruch kommen wird.
Wenn nicht, ist das keine Katastrophe, denn dann werden wir einen Weg nach vorne finden müssen. Aber es ist schon so, dass zumindest zu meiner Amtszeit, und ich glaube auch jetzt, es für die EU gesagt werden kann, dass wir nicht rachsüchtig sind. Das ist nicht der Geist unseres Handelns. Es werden Entscheidungen getroffen. Es gibt auch die Möglichkeit, falsche Entscheidungen zu treffen. Aber hier geht es um die Geschichte, die Vergangenheit und die Zukunft. Wenn eine solche Entscheidung getroffen wird, eines Ausstiegs meine ich, dann müssen wir sie respektieren. Aber wir müssen doch auch für gleiche Bedingungen zum Beispiel sorgen, was zum Beispiel den Zugang zum Binnenmarkt angeht. Dann müssen wir dafür sorgen, dass auch staatliche Beihilfen auf einer für beide Seiten akzeptablen Grundlage beruhen, also Beihilfen Großbritanniens und natürlich auch EU-Staatsbürger in Großbritannien und umgekehrt, die ein Thema sind. Es geht auch um die Beziehungen insgesamt zwischen Europa und der EU. Es gab ja sehr viel früher schon mal einen ersten Vertrag, den ersten Vertrag dazu. Jetzt haben wir hoffentlich dazugelernt und sollten uns konzentrieren auf eine Lösung. Ich glaube, dass die zukünftigen Generationen uns auch verantwortlich machen würden, wenn das Ganze jetzt scheitert. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Beiträge und vor allem bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Sie auch. Tschüss.